EA Po Productions liest Märchen aus Tausend und einer Nacht. Heute die Abenteuer des Fischers Jauda aus Kahira und sein Zusammentreffen mit dem Abendländer Mahmud und dem Sultan Baybars. Als ich nach einigen Stunden wieder an den See kam, stieg der Abendländer auf sein Maultier und hieß mich hinter ihn sitzen. Ich stieg auf und das Maultier flog wie ein Vogel mit uns nach dem Berg Mukattam. Hier angelangt, sagte mir der Abendländer, wisse, Jauda, dass ich nur durch dich zu meinem Ziel gelangen kann. Darum darfst du mich nicht verlassen. Du wirst gewiss Ansehen und Reichtümer erlangen. Als ich ihm versprach, bei ihm zu bleiben, solange er meiner bedürfe, band er den Maulesel an, breitete seinen Teppich auf die Erde und holte aus dem Quersack einige Speisen heraus. Nach der Mahlzeit bat ich ihn, mich doch über den Tod seiner beiden Brüder und über die wunderbaren Fische, die er gefangen, ein wenig aufzuklären. Da hob er an, »Miss Jauda, mein Name ist Mahmud. Ich bin aus der Stadt Tunis und hatte daselbst einen Lehrer, der mich in die geheimsten Künste der Zauberei einweihte. Als er ein Alter von 300 Jahren erreichte, schenkte er mir ein Buch, welchen 1000 Geister unterworfen sind, und sagte mir, »Bewahre dieses Buch wohl, denn es haben Könige, Priester und Zauberer mich darum beneidet, weil man durch es alle seine Wünsche befriedigen kann.« »Wenn du etwas brauchst, also rufe nur, geflügelte Sanja, es wird dir ein Geist erscheinen, der dir bringt, was du begehrst, und läge es im siebenten Meer hinter dem Berge Kaff.« Ich freute mich sehr mit einem so wertvollen Geschenk und zeigte in meiner Freude das Buch meinen Brüdern, den beiden Männern, die in dem See ertranken. Aber diese beneideten mich und trachteten danach, mich desselben zu berauben. Eines Tages, als ich das Buch in Anwesenheit meiner Brüder erproben wollte, rief ich, »Geflügelter Sanja!« Da stieg ein Rauch aus dem Buch gen Himmel, der sich nach und nach zusammenzog und eine ungeheure menschliche Gestalt bildete mit drei Flügeln, einen an jeder Seite und einen mitten auf dem Rücken. Dieses wunderbare Wesen sagte, »Hier bin ich, was befiehlt mein Herr?« »Ich möchte mit meinen Brüdern«, antwortete ich, »eine kleine Lustreise nach dem Korallenberg machen. Bring uns schnell dorthin.« »Sehr gern«, sagte er, breitete seine drei Flügel aus, nahm mich auf seinen Rückenflügel und meine beiden Brüder auf seine Seitenflügel und setzte uns nach einem raschen Flug durch die Luft auf den Korallenberg. Hier angelangt, fragte ich Sanja, was wohl hinter diesem Berg läge. Er antwortete, »Mein Herr, hinter diesem Berg liegt das Gazellental und die Insel des Königs Numan, des Amalekiten, welche der Ozean mit seinen Wellen umspült.« »So führe uns in dieses Tal«, sagte ich und stieg abermals auf seinen Rücken, während meine beiden Brüder sich auf seine beiden Seitenflügel setzten. Sanja schwang seine Flügel und brachte uns in ein Tal, dessen Boden wie die allerfeinste Baumwolle aussah und reinsten Moschusduft verbreitete. Mitten durch das Tal schlängelte sich ein Bach, dessen Wasser frischer als Schnee und süßer als Honig war. An den Ufern dieses Baches blühten Lilien, Kamillen, Narzissen und Jasmine. Wir gingen das Ufer dieses Baches entlang spazieren, bis wir an einen ungeheuer großen Nussbaum kamen, der so groß war, dass er recht gut 100 Reiter in seinen Schatten aufnehmen konnte. Da sagte Sanja, »Steiget auf diesen Baum, da könnt ihr auf die reizende Insel des Königs Numan herabsehen.« Wir freuten uns, einen Blick auf diese so berühmte Insel werfen zu können, und kletterten auf den Nussbaum, bis die Insel in ihrer ganzen Länge und Breite mit allen ihren Städten und Dörfern, Bergen und Tälern, Wäldern und Gärten vor uns ausgedehnt lag. Als wir uns nach allen Seiten umgesehen hatten und wieder herabsteigen wollten, sahen wir, wie ein roter Fisch, so groß wie ein Kamel, aus dem Meer, das die Insel umgibt, in den Bach schwamm, der nicht weit unter dem Nussbaum sich ins Meer ergießt, und in unserer Nähe in der Gestalt einer schönen Jungfrau ans Land stieg. Sie näherte sich immer mehr dem Nussbaum, und mit jedem Schritt mussten wir ihre Reize mehr bewundern. Sie hatte babylonische Augen, über welche sich Augenbrauen wie ein Bogen wölbten. Ihre Stirne leuchtete wie der Mond, ihre Wangen schienen Rosen zu sein, ihre Lippen ein Labsal für jeden Kranken, ihre Haare, schwärzer als die Nacht und feiner als Seide, hingen bis auf die Erde herab. Ihr Anblick bezauberte uns so sehr, dass wir vor Entzücken beinahe vom Baum fielen.
Die Jungfrau hatte kaum das Land betreten, da rief sie mit einer tief ins Herz dringenden Stimme: »O Königssonne!« Da kam ein grüner Fisch den Bach heraufgeschwommen, stieg in ihrer Nähe ans Land, warf seine Fischhülle ab, und es zeigte sich uns eine Jungfrau mit so feinen Gesichtszügen, so schlankem Wuchs und so zarten Hüften, dass wir die erste ganz vergaßen und ihr allein unsere Bewunderung und Liebe schenkten. »Mein Herz ist mir heute so schwer, teure Königssonne«, sagte die erste Jungfrau zur zweiten, »dass ich mich in diesem lieblichen Tal ein wenig mit meinen Gespielinnen zerstreuen möchte.« Sie rief dann: »Augenperle!« Und siehe da, es kam ein gelber Fisch herangeschwommen, der, sobald er ans Ufer sprang, sich auch wieder in eine Jungfrau verwandelte, welche die beiden ersten noch an Schönheit übertraf. Neben ihr mußte der Mond erbleichen, und die Sonne schien eine ihrer Dienerinnen zu sein. Wer sie sah, mußte ausrufen: »Hier ist die Schwester des frommen, schönen Josef!« So rief sie eine Jungfrau nach der anderen herbei, bis ihre 14 beisammen waren, von denen immer die letztere die ersteren verdunkelte. Vor Liebe und Entzücken ganz außer mir rief ich Sanja, und als er erschien und mich fragte, was ich befehle, sagte ich ihm: »Da du doch über 1000 abtrünnige Geister gebietest, so bemächtige dich dieser schönen Jungfrauen und trage sie in mein Haus, dass ich an ihren Reizen mich ergötze.« »Ich gehorche deinem Befehl«, sagte Sanja und verschwand. Aber er kehrte bald, blass und zitternd wie ein schwaches Rohr beim Sturmwind, wieder und sagte: »Wisse, mein Herr, ich wollte nach deinem Befehl mit meinen Geistern über die Mädchen herfallen. Da schossen 3 Lichtsäulen gegen mich heran, die mich zu verzehren drohten und denen ich nur mit der größten Mühe entkam. Ich sandte dann einige andere Geister gegen sie, aber sie kehrten alle mit verstörtem Angesicht zurück und erklärten, dass sie gegen diese Mädchen nichts vermögen. Ich sah nun den Jungfrauen zu, wie sie miteinander spielten und dann wieder ihr Fischgewand anzogen und nach ihrer Insel zurückschwammen. Als sie meinen Augen entschwunden waren, rief ich Sanja und befahl ihm, mich nach Tunis zu tragen. Er war aber noch so erschöpft von seinem Kampf gegen die Genien, welche die Mädchen beschützten, dass er mich bat, ihm noch einige Augenblicke der Ruhe zu gönnen. Da sagten meine Brüder: »Nun, so lass auch uns indessen ein wenig unter diesem Baum schlafen, bis Sanja zur Reise gestärkt ist.« Sie legten sich dann unter den Baum und stellten sich bald, als schliefen sie ein. Als ich dies sah, dachte ich: »Nun kann ich auch ohne Furcht, dass mir mein Buch genommen werde, ein wenig schlafen.« Sobald ich aber einschlief, standen meine Brüder auf, beschworen 2 Geister herbei und befahlen ihnen, das Buch, das in einem roten seidenen Beutel an einer goldenen Kette befestigt um meinen Hals hing, zu nehmen und es ihnen zu bringen. Die beiden Geister zogen mir die Kette vom Hals und trugen meine Brüder nach Tunis, aber verschwanden dann mit dem Buch, so dass meine Brüder ausriefen: »Wehe uns, nun haben wir gar nichts für unseren Verrat an unserem Bruder, und kein Geist wird ihn mehr in seine Heimat zurücktragen. Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen.« Das ist's, was meine Brüder angeht. Was aber mich betrifft, so schlief ich noch eine Weile fort, und als ich erwachte und nach meinem Buch griff, fand ich es nicht mehr. Ich rief 3-mal Sanja, aber er erschien nicht. Da ich auch meine Brüder nicht mehr sah, so zweifelte ich nicht, dass sie mir das Buch gestohlen, und rief: »Wir sind Gottes und kehren einst zu ihnen zurück. Was Gott will, das geschieht, und was unser Herr nicht will, das geschieht nicht.« Dann dachte ich, hätten sie mir nur das Buch in Tunis gestohlen, wäre ich doch wenigstens in meiner Heimat gewesen. Aber jetzt? Was fange ich in diesem fremden Land an? Doch machte ich mich auf und ging im Vertrauen auf den einzigen Gott, dem Bache, nach, bis ich an einen sehr hohen schwarzen Berg kam, aus welchem dieser Bach entsprang. Ich ging nun 3 Tage am Fuß des Berges fort, und er überall sich so steil erhob, dass ich ihn unmöglich besteigen konnte. Am 4. Tag erst entdeckte ich einen schmalen Pfad, der auf den Berg führte, und ich entschloss mich, ihn zu betreten, denn ich dachte, wohnt nicht jemand auf diesem Berg, so würde kein Weg hinaufführen. Ich hatte mich auch nicht getäuscht, denn als ich ein paar Stunden lang gestiegen war, kam ich vor ein Kloster, das eine eiserne Mauer mit einer messingenen Pforte umgab. Ich klopfte leise an, und sogleich rief mir jemand zu: »Willkommen, sei ohne Furcht, du wirst dein Ziel erreichen und deine Feinde zu Schanden machen.« Ein kohlschwarzer Sklave öffnete mir dann die Tür und hieß mich hereintreten. Dieser Sklave sah aber so schauerlich aus, dass ich mich fürchtete, ihm zu folgen. Da er merkte, dass ich ihm nicht traute, ging er ins Kloster zurück,
kam aber bald wieder und sagte mir: »Mein Herr, der Besitzer des Klosters sendet mich zu dir, um dir zu sagen, dass, wenn du der Abendländer Mahmud aus Tunis bist, du ihm höchst willkommen seist. Bist du aber auch ein anderer und bedarfst seiner, dann kannst du auch auf seinen Beistand zählen.« Ich antwortete: »Ich bin der Abendländer Mahmud«, und folgte ihm ins Innere des Klosters, in ein reich ausgestattetes Gemach, wo auf einem seidenen Divan ein alter Mann saß, mit einem grauen Bart, der bis zu seinen Füßen herabhing. Er sah aber trotz seines hohen Alters doch noch so rüstig wie ein reißender Löwe aus, und seine Stimme hatte noch die Kraft des Donners. Ich küßte ihm die Hand und grüßte ihn ehrfurchtsvoll. Er erwiderte meinen Gruß und befahl dem Sklaven, mir einige Speisen zu bringen. Als der Sklave ein Tischchen mit den schmackhaftesten Speisen beladen vor mich hinstellte, sagte mir der Alte: »Ich weiß, dass du mehrere Tage nichts gegessen hast, darum labe dich an diesen Speisen.« Während des Essens fuhr er dann fort: »Ich weiß deine ganze Geschichte, ehe du sie mir erzählst. Deine Brüder haben dich um dein Buch gebracht. Du aber denkst mehr an die schönen Mädchen, die du im Gazellental gesehen, als an den Verlust deines Buches. Wisse, Mahmud, diese Mädchen, welche ein Leckerbissen für Sultane und Kaiser wären, haben bisher alle Menschen und Genien, die bei ihrem Vater Numan, dem Herrn der Rabeninsel, um sie warben, abgewiesen. Denn sie folgen in allem den Rat des Priesters Ansarut, der bei ihrem Vater im höchsten Ansehen steht. Ansarut ist ein sehr berühmter Arzt und Zauberer, welcher 3 Tage bei den Genien und 3 Tage bei dem König Numan zuzubringen pflegt. Eines Tages, als er von den Genien zurückkehrte, trat ihm Numan bestürzt entgegen und sagte ihm, alle seine Töchter lägen krank darnieder. Er möchte sie doch schnell besuchen. Ansarut besuchte mit mehreren Dienern eine nach der anderen, verordnete einiges und kam lächelnd wieder zu Numan und sagte ihm: »Deine Töchter werden wieder genesen, sobald sie ein wenig von dieser Insel, auf der eine fortwährende Seeluft weht, sich entfernen. Ich werde dafür sorgen, dass sie auf angenehme Weise sich zuweilen auf das feste Land begeben können.« Er verließ dann den König und ließ einen Fischer rufen und befahl ihm, die Haut von 15 großen Fischen zu bringen. Sobald der Fischer die Häute brachte, schrieb er auf die innere Seite derselben allerlei heilige Namen, welche diesen Häuten die Tugend verliehen, wie lebendige Fische im Meer nach jeder Richtung zu schwimmen, welche der sie Umhüllende ihnen zu geben wünscht. Am folgenden Tag gab jeder der Prinzessin in Abwesenheit des Königs eine solche Haut. Die 15. Haut aber gab er seinem Sohn, die da kam, und befahl ihm, die Mädchen nach dem Gazellental zu begleiten. Dem König sagte er dann: »Sei frohen Mutes und vertraue mir. Was deinen Töchtern Schlimmes widerfährt, trifft auch meinen Sohn, der, wie du wohl weißt, mir ebenso teuer ist, wie dir deine Töchter sind.« »Tue, was du für heilsam hältst«, erwiderte der König. Darauf befahl Ansarut seinem Sohn, mit seinen Prinzessinnen ins Meer zu steigen und ins Gazellental zu schwimmen, dessen Luft sie bald wiederherstellen würde. »Denn dort«, sagte er, »sind sie sicher vor Menschen und vor Genien. Auch schützen euch die heiligen Namen, die in die Haut geschrieben, gegen Menschen wie Genien. Die Wellen des Meeres fliehen, die Berge ebnen sich und die Bäume verbeugen sich vor ihnen.« Die da kam, stieg hierauf mit den Prinzessinnen ins Meer, und sie schwammen wie natürliche Fische ins Gazellental bis an den großen Nussbaum hin. Dort stiegen sie ans Land und brachten den ganzen Tag im Tal zu, und schon am ersten Abend fand sie ihr Vater, als sie wieder heimkehrten, so gestärkt und wohlaussehend, dass er Ansarut und seinen Sohn ein Ehrenkleid schenkte. Seither kommen die Prinzessinnen jeden Tag in das Gazellental und spielen miteinander in der Nähe des Baumes, auf dem du dich mit deinen Brüdern befandest. Noch schlage dir jetzt die Mädchen aus dem Kopf und denke zunächst daran, wieder in den Besitz deines Buches zu gelangen, und das kannst du nur mit Hilfe deines Lehrers in Tunis. Darum werde ich dafür sorgen, dass du noch diese Nacht dahin gebracht werdest. Grüße nur deinen verehrten Lehrer vielmal von mir und sage ihm, der Priester Sanuda, Herr des Eisernen Klosters mit der messingnen Pforte, sehne sich sehr nach ihm.« »Schon wartet hier«, fuhr Sanuda fort, »ein Geist, den mir dein Lehrer mit einem Brief gesandt, in welchem er mir anzeigte, was dir widerfahren, und der beauftragt ist, dich nach Tunis zu tragen. Sei aber nur auf deiner Hut. Dieser Geist ist ein wahrer Satan. Er kann sich so klein wie ein gewöhnlicher Menschenarm und so groß wie der höchste Dattelbaum machen. Er fliegt wie ein Vogel, und sein Hauch verbrennt die Erde, an der er vorüberfliegt.
Fällst du von seinem Rücken herunter, so zerfließt du wie heißes Blei. Nimm dich also wohl in Acht. Er rief dann diesen Geist und setzte mich auf seinen Rücken. Ich nahm Abschied von dem Priester, und der Geist flog mit mir einige Stunden lang zwischen Himmel und Erde und ließ sich von mir vor der Türe meines Lehrers Abul Ajaib, der Wundervater, in Tunis herab. Als ich den Fuß auf die Erde setzte, hörte ich, wie mein Lehrer seinen Jungen sagte, »Geht hinaus und bewillkommnet Mahmud in meinem Namen und führet ihn herein.« »Die schönen Töchter des Königs Numad hätten ja beinahe das Leben gekostet«, sagte mir mein Lehrer lächelnd, als ich zu ihm ins Zimmer trat. »Aber auch deinen Brüdern ist diese Lustreise schlecht bekommen, denn die Geister haben sie überlistet, so wie sie dich überlisten wollten. Sie haben das Buch in die Adlerschlucht gebracht, und zu welcher niemand gelangt, der nicht durch die 7 Pforten hinter dem Berg Mukattam dringt. Sie haben es in eine messingne Kiste neben das Zauberschwert gelegt, welches der Priester Sintbest mit Talismanen beschrieben. Dieser Priester hat die Zauberkunst von einer Tochter Satichs, des Meisters aller Zauberer, gelernt und es dahin gebracht, dass er mit seinem Schwert, vermöge der darauf geschriebenen Beschwörungsformeln, gegen die mächtigsten Könige und zahlreichsten Heere glücklich kämpfte. Auch unterwarf er sich so viele Länder und Städte, dass nur Gott ihre Zahl kennt. Aber nicht nur Menschen, sondern auch Genien fürchten dieses Schwert, denn wenn er gegen jemanden zürnte, so durfte er es nur gegen ihn erheben, da fuhr ein Lichtstrahl heraus, der ihn in 2 Teile teilte und zugleich in einen Haufen Asche verwandelte. Waren ihre viele gegen ihn, so durfte er nur einen mit dem Schwerte berühren und alle stürzten leblos zur Erde. Eines Tages aber besuchte ihn seine Lehrerin, die Tochter Satichs, welche auch viel von dieser Macht dieses Zauberschwertes gehört hatte, und sagte ihm, »Verehrter König, zeige mir doch einmal das Schwert, das so viele Wunder übt, dass man es in der ganzen Welt fürchtet.« »Da ich dir alles verdanke«, erwiderte Sintbest, »kann ich dir nichts versagen und reiche dir das Schwert hin.« Die Tochter Satichs nahm es in die Hand und betrachtete es auf allen Seiten. Nach einigem Nachdenken sagte sie ihm, »Teurer König, dieses Schwert, dessen Verfertigung dir so viel Mühe und schlaflose Nächte verursacht, wird einst in die Hände eines Menschen fallen, der dadurch die höchste Stufe der Macht und Ansehen erreichen wird. Die mächtigsten Genienhäupter werden von ihm getötet werden. Auch wird er damit den uralten Baum des Magiers Bahram abhauen.« Als Sintbest dies hörte, legte er das Schwert in eine smaragdene Scheide und befahl einem Djinn, es nach der Adlerschlucht zu tragen. »Dort«, sagte er, »wird es kein Mensch holen.« Sintbest irrte sich aber, fuhr Abul Ajaib fort, »denn ich habe in meinem Weisheitsbuch gelesen, dass die Adlerschlucht sich einst vor dir mit Hilfe eines Fischers aus Ägypten, welcher Djaudar heißt, öffnen wird, und dass du der Herr des Schwertes und des Buches wirst. Den Fischer Djaudar aber triffst du vor einem kleinen See bei Kahira, welcher der See Karun heißt. Mein Lehrer ging dann in sein Arbeitszimmer, holte eine schwarze und eine rote Büchse und eine seidene Schnur und sagte, »Geh nach Ägypten an den See Karun, lasse dich vom Fischer Djaudar binden und in den See werfen. Du wirst im See einen Mann mit einem weißen Bart und einem hohen Turban auf dem Haupte sehen, der in der einen Hand einen roten und in der anderen einen schwarzen Fisch hält und sie dir hinreicht, sobald er dich erblickt. Nimm sie ihm ab, steige ans Ufer und sperre den roten Fisch in die rote Büchse und den schwarzen in die schwarze. Lass dann Djaudar mit dir nach dem Berg Mukattam reiten. Wende dich nach Osten bis zu einem roten Hügel, zünde dann Feuer an, nimm ungefähr die Schwere eines Drachmens aus der roten Büchse und gieße es ins Feuer. Da wird ein Licht aufsteigen bis zum Himmel und dir eine Falltür mit 2 Ringen, die zu einem unterirdischen Gang führt, zeigen. Fasse die Ringe und hebe die Falltür auf. Da wird eine steinerne Treppe zum Vorschein kommen. Gehe mit Djaudar diese Treppe hinunter. Auf der 31. Stufe werdet ihr einen Gang vor euch sehen, dessen Boden von Blei und dessen Wände von Kupfer sind. Geht durch diesen Gang, da kommt ihr an die Tür eines Saales, vor welcher eine Jungfrau sitzt, so schön, wie ihr noch keine in eurem Leben gesehen. Sie wird in einem Buche lesen und bei eurer Ankunft aufstehen und das Buch in einem roten Beutel stecken. Dann wird sie euch bei euren Namen rufen und euch bewillkommnend die Hand hinstrecken. Wenn ihr aber die Hand ergreift, so wird der Boden unter euch zu kochen anfangen, und ihr befindet euch in glühend schmelzendem Blei, das euch das Fleisch von den Knochen abbrennen wird.
Statt ihr die Hand zu reichen, nimm schnell ungefähr die Schwere eines Drachmen aus der roten Büchse und spritze es gegen die Mauer. Da wird euch die Jungfrau durch den Saal lassen, den sie bewacht. Hierauf gelangt ihr in einen marmornen Gang, an dessen Ende wieder eine Jungfrau vor einer Türe sitzt. Noch schöner als die erste. Sobald sie euch erblickt, wird sie aufstehen und euch zurufen: »Mahmud aus Tunis und Fischer Jarda aus Kahira, seid mir willkommen!« Erwidert ihren Gruß und befreundet euch mit ihr, denn sie meint es gut mit euch und wird euch treu zur Seite stehen, bis ihr euch des Schwertes und des Buches bemeistert habt. Ich gebe euch daher keine weiteren Verhaltungsbefehle, denn ihr könnt und müsst ohne Bedenken alles tun, was euch diese Jungfrau befiehlt. »Müsse auch, Mahmud«, fügte noch mein Lehrer hinzu, »deine Brüder haben an der Türe alles gehört, was ich dir bisher gesagt, und lassen sich in diesem Augenblick von zwei Geistern nach Ägypten bringen. Denn sie glauben, wenn sie das befolgen, was ich dir anempfohlen habe, statt deiner sich das Schwert und das Buch zueignen zu können. Aber so wie sie an den See Karun steigen, werden sie von den Genien des Sees getötet. Doch nur Gott ist allwissend.« Nach diesen Worten rief mein Lehrer den Geist, der mich von dem Kloster nach Tunis gebracht hatte, und befahl ihm, mich nach Ägypten zu tragen. Der Geist breitete sogleich seine Flügel aus und trug mich bis in die Nähe des Sees Karun. Dann verschwand er und brachte mir einen Djinn in der Gestalt eines Maultieres und setzte mich darauf. Dieses Maultier trug mich mit Blitzesschnelligkeit zu dir, teurer Jauda. Das ist alles, was ich dir über mein Vorhaben zu erzählen weiß. Als Mahmud seine wunderbare Geschichte vollendet hatte, fasste ich Mut und zweifelte nicht an einem glücklichen Ausgang für ihn und für mich. Nachdem er noch so manches über Genien und Zauberer mitteilte, schliefen wir ein, und am folgenden Morgen wendeten wir uns nach Osten, bis wir an einen roten Hügel gelangten. Mahmud war außer sich vor Freude, als er ihn erblickte, und sagte mir: »Jauda, jetzt sind wir an der von meinem Lehrer mir bezeichneten Stelle.« Er nahm dann ein Feuerzeug aus der Tasche, zündete Feuer an, goss einen Drachmen aus der roten Büchse darauf, und siehe da! Es stieg eine große Lichtsäule gen Himmel auf, welche uns eine Falltür mit zwei Ringen zeigte. Sie öffnete sich, sobald Mahmud den Ring anfaßte, und wir gingen 30 Stufen hinunter. Dann kamen wir in einen Gang und fanden eine Jungfrau, wie sie Abdul Ajaib beschrieben. Sie grüßte uns und streckte die Hand nach uns aus. Aber Mahmud, statt ihr die Hand zu reichen, griff schnell nach der roten Büchse und spritzte etwas daraus gegen die Mauer. Da stürzte die Jungfrau um, und wir gingen durch einen leeren Saal in einen marmornen Gang, an dessen Ende eine Jungfrau wie der Mond in der 14. Nacht auf einem goldenen Stuhle saß. Sobald sie uns erblickte, stand sie auf und sagte mit einer Zephyrstimme, welche jedem Kranken die Gesundheit wiedergeben müsste: »Willkommen, mein Herr Mahmud aus Tunis und mein Herr Jauda aus Kahira. Gelobt sei der Herr, der mich durch euch erlöst. Ich schmachte hier schon 20 Jahre und sah euch schon mehrere Nächte im Traum, so wie ihr jetzt vor mir steht. Auch ist mir eure Ankunft prophezeit worden. Doch werdet ihr wissen wollen, wer ich bin und wie ich hierher gekommen. Darum höret mich an, ehe ich euch weiterführe. Ich bin die Tochter des Königs Sasan, Herr des Luftberges und des Goldenen Schlosses, und heiße Haifa. Mein Vater war einer der tapfersten Könige seiner Zeit. Er war immer der Erste im Krieg, obschon unzählbare Armeen für ihn fochten. Da er aber außer mir kein Kind hatte, wurde ich als Kriegerin erzogen, und ich zeichnete mich bald durch so glänzende Waffentaten aus, dass unsere ganze Armee mich nicht weniger als meinen Vater verehrte. Bald wurde mein Name sowohl durch meine Tapferkeit als wegen meiner Schönheit so bekannt, dass die entferntesten Könige und Prinzen um mich warben. Da ich aber keine Lust zum Heiraten hatte, musste ich gegen manchen beleidigten Werber ins Feld ziehen. Eines Tages kam ein Bote mit einem Brief zu meinem Vater, welcher folgendermaßen lautete: »Von dem König Sintbest, dem höchsten König seiner Zeit, wisse König Sasan, dass ich so viel von der Tapferkeit und Schönheit deiner Tochter gehört habe, dass ich sie liebe, ohne sie je gesehen zu haben, und sie daher von dir zur Gattin fordere. Ich hoffe, du wirst einen Schwiegersohn meinesgleichen nicht verschmähen. Fordere, welche Morgengabe du willst. Antworte mir nur bald und sei von mir gegrüßt.« Als mein Vater diesen Brief gelesen hatte, kam er mit dem Boten zu mir und las ihn mir vor. Da sagte ich: »Lass mich einmal den Brief sehen.«
Als er mir aber den Brief gab, zerriss ich ihn und zog mein Schwert gegen den Boten, und wäre er nicht schnell geflohen, so hätte ich ihm den Kopf vom Hals gehauen. Der Bote kehrte zu Sintbest zurück und erzählte ihm, wie er von mir behandelt worden. Sintbest rief sogleich den Geist Dilhudj und befahl, mich im Augenblick aus meinem väterlichen Haus zu ihm zu führen. Ich saß gerade allein in meinem Zimmer, als Dilhudj, der so groß war wie der höchste Dattelbaum, auf mich losstürzte, und ehe ich mich fasste, hatte er mich schon auf dem Rücken und flog mit mir zum König Sintbest. Dieser schrie mich an: »Wie wagtest du es, du elende Dirne, meinen Brief zu zerreißen und meinen Boten zu misshandeln? Weißt du nicht, dass die mächtigsten Könige sich vor mir beugen und dass selbst Genienhäupter mich fürchten?« Als ich mich aber entschleierte und er mein Gesicht sah, fuhr er in einem sanfteren Ton fort: »Doch ich verzeihe dir, wenn du meine Liebe erwidern und meine Gattin werden willst.« »Lieber lasse ich mich in Stücke hauen«, versetzte ich, »als dass ich deine Umarmung dulde.« Als er dies hörte, schlug er die Zähne übereinander und befahl Dilhudj, der noch immer an der Tür stand, mich nach der Adlerschlucht zu bringen. »Ich bin nun schon 20 Jahre hierher gebannt, und der Geist Dilhudj bringt mir jeden Tag meine Nahrung. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren, je wieder meine Freiheit zu erlangen, als vor 10 Tagen mir im Traum ein alter Mann von sehr ehrwürdigem Aussehen erschien, der mir zurief: »Freue dich, Haifa, die Stunde der Erlösung ist nahe. Der Tyrann Sintbest liegt in den letzten Zügen. Du kannst bald in deine Heimat zurückkehren und den Thron deines Vaters, der schon längst tot ist, besteigen. Habe nur noch Geduld, bis 2 Männer hierher kommen. Der eine heißt Mahmud aus Tunis und der andere Djauda aus Kahira, und stehe ihnen bei, dass sie in den Besitz des Zauberschwertes und des Heiligen Buches gelangen. Sie werden dann auch dich in deine Heimat zurückbringen.« »Nun wisst ihr, wer ich bin. Folget mir jetzt und tut, was ich euch rate.« Bei diesen Worten zog sie einen goldenen Schlüssel aus einer Tasche und öffnete den Saal, vor welchem sie saß. Er war ungeheuer groß und ringsum mit Divanen belegt, auf welchen Könige saßen mit Kronen von den kostbarsten Edelsteinen auf dem Haupt. Jeder hatte eine goldene Kette um den Hals, an welcher eine silberne beschriebene Tafel hing. »Wie kamen so viele Könige hierher?« fragte ich Haifa erstaunt. »Leben sie oder sind sie tot?« »Du siehst hier nur Leichen«, antwortete Haifa. »Gepriesen sei Gott, der allein Unsterbliche. Es sind Könige, Söhne von Königen, denen sogar Könige als Sklaven dienten.« In der Mitte des Saales war ein Springbrunnen mit 4 goldenen Löwen, über welche sich 4 Pfauen aus Perlen und Edelsteinen erhoben, und den Löwen gegenüber standen 4 messingene Statuen, deren jeder eine Trompete an den Mund hielt. Neben diesen Statuen befanden sich 4 griechische Sklavinnen mit Tamburinen aus Gazellenhaut und 4 Fränkinnen mit Lauten. Die Mädchen sahen aber so frisch aus, dass man sie für lebendig hielt und glaubte, sie müssten sprechen. Um den Springbrunnen herum standen Stühle, auf denen Könige saßen, aber ein schönerer und höherer Stuhl stand leer da. »Dies ist der Stuhl des Königs Sintbest«, sagte Haifa und bat mich, darauf Platz zu nehmen. Sobald ich mich niederließ, drehten sich die Löwen 3-mal im Ring herum, standen auf, wedelten, streichelten und leckten mich. Die Pfauen sperrten den Schnabel auf und verbreiteten die feinsten Wohlgerüche aus ihrem Mund. Die messingnen Statuen verbeugten sich und die Sklavinnen fingen an, auf ihren Instrumenten zu spielen. Ich blieb sitzen und hörte ihnen zu, bis Haifa zu mir sagte: »Wenn du 1000 Jahre auf diesem Stuhl bleibst, werden die Mädchen nicht aufhören zu spielen. Sie werden nicht müde, denn sie leben nicht und bewegen sich durch eine Zauberkraft, welche Sintbest, der sie hervorgerufen, überdauert.« Als ich dies hörte, stand ich wieder auf und näherte mich der Tafel, welche am Hals eines der Könige hing. Auf der Tafel des Königs stand: »Wanderer, der du einst hierher gelangst, wisse, dass ich, der mächtige König Alexander, von dem Zauberer Sintbest besiegt worden bin. Nimm dir ein Beispiel an mir und an den anderen Königen, die gleich mir vom Gipfel der Macht in die tiefste Erniedrigung gefallen sind. Wisse, ich habe 100 Jungfrauen geheiratet, die mir 200 Söhne gebaren. Ich war der Herr über 20 Hauptstädte, für deren jede ich einen Vizekönig ernannte. Meine Armee war unzählbar, meine Schatzkammern waren mit Gold, Perlen und Edelsteinen und den feinsten Stoffen angefüllt.
Aber zuletzt kam derjenige, welcher jede Freude vernichtet, jede Vereinigung auflöst und so viele Söhne und Töchter zu Waisen macht, der Tod, und verwüstete unsere Paläste. Darunter standen noch folgende Verse. O Erdensohn, lass dich nicht blenden vom trügerischen Glanz der Welt. Wie manchen Hohen hat sie schon erniedrigt, wie manchen Starken geschwächt, wie manche Paläste verödet und wie manches Grab ausgefüllt. Sie sendet dem Freudigen plötzliche Trauer, füllt auf einmal die Augen des Lachenden mit Tränen und trennt die Freunde, wenn ihre Vereinigung sie am glücklichsten macht. Diese Verse rührten uns zu Tränen und griffen mich so sehr an, dass ich die übrigen Tafeln nicht mehr lesen wollte, sondern Haifa bat, uns weiterzuführen. Sie öffnete eine Türe gegenüber derjenigen, zu welcher wir hereinkamen, und nachdem wir wieder einen langen Gang durchschritten, gelangten wir in einen Saal, der 40 kleine Kabinette hatte, vor deren jedem ein seidener, golddurchwirkter Vorhang hing. Mitten im Saal stand eine kupferne Statue mit einer Rauchpfanne in der Hand, aus der sich bald Ambra, bald Moschus, bald Weihrauchduft verbreitete. Als ich den Vorhang von einem der Kabinette weghob, sah ich ein Mädchen wie die leuchtende Sonne auf einem Bett liegen, und so lagen rundumher noch 39 Mädchen, welche alle in tiefem Schlaf versunken zu sein schienen. Aber Haifa versicherte mich, sie seien alle tot. Haifa schob dann einen Thron weg, der mitten im Saale stand, und wir sahen einen goldenen Ring auf dem Boden, mit welchem Haifa eine Falltür öffnete, unter welcher eine große marmorne Treppe in einen dunklen Gang führte. Haifa nahm mich und Mahmud bei der Hand, und wir brauchten einen halben Tag, bis wir ans Ende dieses Ganges kamen. Jetzt befanden wir uns wieder im Freien, und zwar in einem sehr blühenden Garten, mit allerlei Obstbäumen geziert, deren Früchte wie die herrlichsten Edelsteine strahlten und auf deren Zweigen die verschiedenartigsten Vögel ihren Schöpfer priesen. Als wir eine Weile in diesem Garten umhergingen, sahen wir in der Ferne einen sonnenähnlichen Strahlenglanz. Wir näherten uns demselben und siehe da! Es war ein großes Schloss mit dem reinsten Diamanten verziert, wie sie kein König und kein Kaiser je besessen. Das Schloss hatte aber weder Tür noch Fenster. Vor demselben lag ein Stück Felsen, auf welchem ein langbärtiger Geist in einem weißen seidenen Kleid mit einem Buch in der Hand saß. Er drehte sich immer nach allen Seiten um, bis er uns erblickte. Dann stand er auf, warf sich auf die Erde und rief: Gepriesen sei der Herr der Welten, der die Stunden meiner Erlösung herbeigeführt. Dann erhob er sich wieder, grüßte uns freundlich und sprach: Ich erwarte euch hier schon 30 Jahre mit Ungeduld, denn ich habe viele Kinder, von denen ich nicht weiß, was aus ihnen geworden. Nun hat Gott doch mein Flehen erhört, denn ich durfte vor eurer Ankunft nicht von hier weichen, weil ihr meiner bedürftet, um euren Zweck zu erreichen. Seht ihr diese Katze da oben? Da hoben wir unsere Augen auf und sahen auf einer weißen marmornen Säule, welche sich aus einem Teich erhob, eine schwarze Katze, welche eine goldene Kette an die Säule fesselte. »Was bedeutet diese Katze?« fragte ich erstaunt. »Die Katze«, erwiderte der alte Geist, »ist wegen euer schon 10 Jahre an diese Säule gebannt. Sie kann nur durch 2 Worte aus eurem Munde erlöst werden. Dann verschafft sie euch das Zauberschwert und das heilige Buch. Sie ist eine der berühmtesten und gefürchtetsten Zauberinnen unter den Genien und heißt Schabair. Mein Name aber ist Schwarzer Abd Allah, Kadi der muselmännischen Genien. Um diese Katze zu befreien, rufet sie nur bei ihrem Namen und bespritze den Teich mit der Flüssigkeit aus der schwarzen Büchse. Sogleich wird die Katze ihre Pfote ausstrecken, die Kette von der Säule losbinden und davonfliegen.« Als der Kadi den Djinn so gesprochen hatte, breitete er seine Flügel aus und in einem Augenblick war er verschwunden. Wir gingen dann um den Teich herum, den wir mit der Flüssigkeit aus der schwarzen Büchse bespritzen sollten. Dann rief ich: Schabair, besorge unser Anliegen. Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, stand die Katze auf und machte sich 2-mal so groß, als die Säule war, zerriss die Kette, die sie am Hals hatte, und flog auf das Dach des Schlosses. Bald kehrte sie aber wieder in Menschengestalt mit 6 Hörnern, 1 auf jeder Seite, 2 zwischen den Augen und 2 auf dem Rücken, und hatte eine messingene Kiste mit einem Buch auf dem Kopf und ein Schwert unter dem Arm, legte beides vor uns nieder und verschwand.
Mahmud war außer sich vor Freude, als er die Kiste, welche sein Buch enthielt, sah. Es hing aber ein goldenes Schloss davor, und als er es öffnen wollte, ließen sich viele furchtbare Stimmen vernehmen. Die eine rief, »Ergreifet ihn!« Die andere, »Haut ihn in Stücke!« Die dritte, »Schlagt ihn zu Boden!« Dabei waren wir von allen Seiten von kleinen Flämmchen umgeben, die uns zu verzehren drohten. Mahmud bemühte sich vergebens, die Kiste zu öffnen. Ich aber zitterte an allen Gliedern, und all mein Blut stockte. EA Productions.